Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, heute möchte ich mit euch den Gildenkrieg machen. Ich bin jetzt hier, wie gesagt, in der Gilde Puffreis. Da bin ich auch, also mit meinem Hauptaccount, der Anführer. Wenn ihr einfach Bock habt, in meine Gilde zu kommen, dann schreibt mich doch einfach an. Oder bewerbt euch einfach. Ab 50.000 macht, könnt ihr das machen. Genau, und ja, dann wollen wir einfach mal anfangen mit dem Gildenkrieg. Hier bei dem kleinen Account, da greife ich ja immer bloß diese kleinen an hier. So, den müsste ich ja hier eigentlich schaffen. Ja, den schaffe ich, glaube ich. So, den DD als Tank mit rein. Die, ja, Magnoclair, sag ich mal so. Easy. So, den habe ich dann schon mal den ersten geschafft. Wenn die jetzt endlich mal fertig sind. Oh, jetzt kommen diese, diese Hardcore-Truppen, die meine Helden instetten können. Nicht. Nicht. Ja, das müsste eigentlich IGG mal machen. Dass sie da mal ein neues Update rausbringen, dass da die Truppen mal ein bisschen verbessert werden. Und nicht immer nur die Helden. Oder generell einfach mal neue Truppentypen. Weil das ist ja nun langsam schon ein bisschen, ja, langweilig, ne? Wenn man immer nur die gleichen Truppen hat. Weil man braucht die ja doch für, doch schon für die Dungeons auch. Dann nimmt man ja immer diese ganz kleinen. Ja, und ja, die restlichen, die braucht man eigentlich nicht, ne? Da ist ein SK dabei und ein evolvierter Gargoyle, da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Evolvierter Gargoyle mit 35.000 Macht. Ja, kann man mal machen, ne? Also das ist nicht schlecht. So, wo bin ich hier jetzt? Ja, 60.000, nee, darauf habe ich keine Lust. Was haben wir hier noch? 45.000 Macht. Vielleicht schaffe ich den ja sogar. Nee. Sehr unwahrscheinlich, dass ich den schaffe. So, 38.000 Macht, den könnte ich auch schaffen. Oh Mann, was ist denn das heute für ein GK? Ich kann den Gegner so wirklich mit guten, also die nicht so viel Macht haben. Na gut, dann greife ich den hier noch an. Den müsste eigentlich auch easy sein. Ja, da brauche ich nicht viel aufpassen. Oh. Rockno hat wieder geklärt. Der macht einfach alles kaputt. Der macht die ganze Basis kaputt. Egal, was im Weg steht. Der macht auch die ganzen Mauern kaputt. Egal, was er kaputt machen will. Er macht es einfach kaputt. Er will jetzt gerade irgendwie Luft kaputt machen. Hat man ja gerade gesehen. Oh Mann, ey. So, nun mach mal hin hier. 80% geschafft. Ja, jetzt sind wir schon bei 94. 100. Fertig. So, was ist hier mit dem hier? Schaffe ich den? Ja, den schaffe ich auch. Den schaffe ich, den schaffe ich. Oh nein, das ist ein Aries, bitte nicht brocken. Okay, hat nicht geprockt, ein Glück. Das ist perfekt. So, ja. Gargoyle hat ausgelöst, die haben keine Chance mehr, die Gegner. Easy. Oh, der hat einen Santa Boom Tote. Ja, wow, das hätte er doch aber noch killen können, dieses Gebäude, ne? Oh, als ob das jetzt noch einen Unterschied macht. Na doch, die Zeit macht das und macht halt einen Unterschied, aber egal. 45.000 macht. Gucken, ob ich den hinkriege. Sieht aber gut aus, ich glaube, den schaffe ich sogar. Ich gehe da einfach mal rein. So, wir haben da jetzt einen Beastmeister vor uns zu stehen. Die Kürbishexe hat nicht geprockt, okay, perfekt. Wagno hat ausgelöst und ja, easy. Lol. Schaffe ich den einfach mal? Naja, gut. Ich habe halt auch OP-Helden, ne? Für Free-to-Play-Verhältnisse auf jeden Fall ziemlich gut. So, einmal kann ich noch angreifen, sehe ich gerade. Ja, dann greife ich hinten einfach nochmal einen an, ne? 46.000 sollte ja nicht so einen großen Unterschied machen. Ja, der hat einen Micha und ein SK drin. Und ein Anubis, nee. Das ist nichts für mich.
Da ist der hier schon wieder ein bisschen einfacher. Der hat bloß ein SK drin als Gegner, weil die restlichen Helden, die zähle ich irgendwie nicht dazu. Die können nix. Na doch, Gargoyle, ja, aber der löst wahrscheinlich nicht aus. Oder wenn er auslöst, dann ist natürlich doof. Okay. Ja, Rocknor hat wieder geklärt. Es ist einfach so stumpf, ne? Er läuft einmal bloß in die Basis rein. Easy down. So. Ja, im Moment sind wir Platz 4, nicht so gut. Haben noch nicht so viele angegriffen heute. Naja, ja, mit meinem Hauptaccount greife ich ja auch noch an. Nehme ich jetzt auch gleich nochmal ein Video auf. Erstmal mache ich noch Quest-Video und dann GK-Video. Ja, genau. Gut, dann gucken wir nochmal kurz, was es hier für Angebote gibt. Oder beziehungsweise Events, ob es hier irgendwas Tolles gibt, aber ich denke mal nicht. Nö. Nischt. Wie weit sind meine Pets? Die sind ja auch schon relativ weit, ja. Genau, na, ich würde sagen, das war's dann erstmal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!